Hallo zusammen und willkommen zum Mittwochskunst-Stream. Ich hoffe, ihr hattet bislang eine angenehme Woche. Da letzte Woche die neue Upgrade-Box für den April gekommen ist, dachte ich mir, ich packe die mal aus im Stream. Ich habe die nur schon einmal aufgemacht, damit ich mich damit nicht so abmühen muss jetzt. Reingeschaut habe ich noch nicht. Genau, und ich habe euch auch den Link in den Chat geschrieben, falls ihr Bock habt und die auch mal ausprobieren wollt, macht das gerne. Das Ganze hier ist nicht gesponsert. Ja, also alles selbst bezahlt. Und dann wollen wir mal den Deckel aufmachen. Also macht's euch gemütlich, malt nebenbei was oder tut irgendwas anderes, während ihr mir zuhört, zuseht oder sonstiges. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, also Deckel auf. Sie haben jetzt auch das noch vorweg, sie haben die Box neu designt. Ich finde es eigentlich recht gelungen. So, ja, das zeige ich euch auch nochmal. Unbox your upgrade creativity. Und diese Dinger kann man anscheinend auch rausnehmen, wenn man möchte. So, aber jetzt zum Inhalt. Ich hole mal alles raus und schmeiß die Box mal zur Seite, weil die stört ja nur. So. So sieht der Boden aus. Viel Spaß. Ja, ich glaube, das werden wir haben. So, einmal weg mit dem Karton. Roms. So. Wir gucken erstmal, was da drunter liegt. Wie immer die Bottle Post, das Magazin, da ist alles Mögliche drin. Ich blätter jetzt mal nicht vorne rein, weil dann sehen wir ja, was drin ist. Aber es sind immer Tutorials drin und ja, zu den Materialien, die drin sind. Künstler werden vorgestellt. Die ist jedes Mal mit dabei, ist auch relativ dick. Sticker. Okay, sponsert bei Edding anscheinend. In Zusammenarbeit mit Edding. Ja. Okay, der Co-Captain ist Leon Farron. Diesmal ist es ein Poster. Das hatten wir noch nie. Sonst hatten wir immer so einen kleinen Print, also A5 groß. Und das ist jetzt wirklich mal ein Poster. Nice. Und wir haben einen Block Acryl- und Ölmalblock. Machen wir mal auf. Also Papier ist, oder ja, Malgrund ist eigentlich immer in diesen Boxen mit drinne. Ups, und das ist anscheinend auch ein Format, ja, exklusives Format. Mit Struktur. Mit Struktur, okay. Das ist spannend. Also es hat so eine, das erkennt man leider nicht, vielleicht erkennt ihr das so, hat so ein bisschen stoffartige Struktur, irgendwie so Leinenstruktur. Interesting. Weg damit. Und es gibt, das ist auch relativ dick, das Papier. 2, 4, 5, 6, 7. Stand da nicht 8 drauf? 8. Naja gut, habe ich mich verzählt. 300 Gramm. Papier ist eigentlich immer schön. Festes Papier. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Bisschen Werbung noch nebenbei. Auch okay. So, schieben wir den mal zur Seite und gucken da rein. Das ist ja immer das Spannendste überhaupt. Das ist jetzt aber fürs Erste meine letzte Box, die ich mir bestellt habe, denn ich habe mittlerweile so viel Material angesammelt,
dass ich dafür überhaupt gar keinen Platz mehr habe und auch wenig Verwendung, ehrlich gesagt. So, Papier beiseite und dann schauen wir mal. Wir haben jede Menge Edding-Marker. Ein Bleistift. Kann man immer gut gebrauchen. Ich werde wohl den jetzt nicht benutzen, weil ja, Druckbleistift ist mir lieber, aber trotzdem gut zu wissen. Die sind alle nochmal extra eingepackt. Wir haben permanent Acrylmarker in Pastellgrün. Nee. Ach, die sind so fies eingepackt hier. Na, komm her. Ach. Einmal. Das ist 2 bis 3 mm. Pastell bin ich ja absoluter Freund von. Dann haben wir hier nochmal Neon Pink. Auch immer gut. Eine dünnere Strichstärke. Nice, nice. Boah. Aber auspacken. Also diese furchtbar perforierten Hartplastikgedöns da drum finde ich ganz schrecklich. Dann lieber so eine dünnere Plastikfolie drum machen, wenn es sein muss. Weil ich kriege die immer so schlecht auf. Na komm her. Zieh dich nicht. Ips. Ziehen, ziehen, ziehen. Oh mein Gott. Ah ja. So ist der. Im Vergleich dazu. Ja, okay. Der ist definitiv dicker. Also 2 verschiedene Spitzen. Das ist schon mal ganz nice. Dann haben wir hier noch Türkis. Ich liebe Türkis. Also die Farben gefallen mir schon mal alle. Sehr gut. Weg damit. Das ist auch wieder einer der dickeren. Weiß, immer sehr gut für Highlights. Au. Und Acrylmarker. Also ich schätze mal, dass diese Eddings Ähnlichkeit haben mit den Molotow-Markern und Posca-Pens. Die sind ja auch sehr beliebt. Ich habe meine lange nicht mehr benutzt. Komm hierher. So. Der ist jetzt wieder einer der dünneren. Genau. Ich frage mich, ob man die Spitze... ob man die Spitze denn auch wechseln kann, wenn die irgendwie ja, vorüber ist. So, jetzt haben wir hier so ein richtig fettes Ding. In Schwarz. Auch immer gut zu haben. So, also das ist wirklich ein Megateil. Aber mit einer angeflachten Spitze. Oh. Der riecht ein bisschen. Also man kann dünn und dick damit malen. Oder zeichnen, wie man das auch immer nennen mag. So, und hier haben wir jetzt so ein Ding mit Doppelspitze. Das ist auch mal spannend. 3D-Liner. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und vermischbar steht da drauf. Und noch mehr. Wir testen das jetzt sowieso alles mal auf dem ersten Blatt des Blocks. Und das ist ein schönes Pastellgelb. Aber ganz schön schwer. Und ganz schön dick. So.
Also, das sind unsere Materialien für heute. Der Stift natürlich auch. Und dieser wunderschöne Block. Und dann würde ich mal sagen, testen wir die ganzen Sachen mal auf der ersten Seite, bis auf den Bleistift. Ich glaube, den muss man nicht unbedingt ausprobieren. So, als erstes, oder am meisten interessiert mich hier dieses Teil. Dieser 3D-Stift. Oh. Und schon falsch aufgemacht. Okay. Ziehen. Ah, okay. Der hat so eine dünne, feine Spitze und den soll man irgendwie drücken. Ah. Nice. Okay, und dann könnte man den wahrscheinlich noch mit dem Pinsel irgendwie vermischen. Okay. Und andere Seite. Dicke. Okay. Interessant. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt was für mich ist. Aber interessant auf jeden Fall, um Struktur zu machen. Farbe riecht auch nicht. Was halt auch immer sehr schön ist. So machen wir gleich mal mit Dick weiter. Das sind ja jetzt die Standard-Acrylstifte, die man schütteln muss. Schütteln, drücken und dann kommt die Farbe. Ja, man sieht, sie läuft. Noch ein bisschen schütteln. Kann die Kappe auch hinten drauf stecken. Auch immer ganz gut. Braucht bei so einem dicken Stift natürlich. Ah, da kommt schon was. Okay, man hat richtig schön dicken Strich, aber auch dünnen Strich. Gut für Flächen und auch ganz in Ordnung für Lines, würde ich mal sagen. Sehr schön. Dann Türkis. Weiß nehme ich mal als letztes. Das will ich dir mal auf dem Schwarz ausprobieren oder auf irgendeiner anderen Farbe. Schütteln, schütteln, schütteln. Pumpen, pumpen. Da kommt die Farbe. Also von der Handhabung schon mal so wie andere Acrylmarker. Das Papier macht sich auch gut, finde ich. Also geht nichts durch. Die Stifte gleiten auch gut darüber. Auch eine schöne Farbe. So, grün. Ich weiß noch nicht, wofür ich das Gelb benutzen soll. Ich habe schon eine Idee, was ich mache. Also zeichnen werde. Ein kleines Monster, was ich vor Ewigkeiten mal entworfen habe. Das sind nämlich genau die passenden Farben irgendwie. Schönes Pastellgrün. Das gefällt mir wirklich gut. Die anderen Pastellgrüntöne, die ich jetzt von Molotow oder von Posca habe, die sind irgendwie nicht so schön. Und ich finde es sehr schön, dass Acrylfarbe nicht riecht. Also ich kann zum Beispiel solche alkoholbasierten Marker überhaupt gar nicht nutzen, weil das einfach... Achtung, ich verschiebe noch mal kurz die Kamera, wenn es geht. So. Weil ich die einfach... Ja, von der Benutzung kriege ich Kopfschmerzen.
von diesen Lösungsmitteln. Und deswegen sind Acrylmarker eigentlich eine ganz gute Alternative, wenn man mit solchen Markern arbeiten will. So, wie habe ich das Gefühl, hier steht die Spitze so weit raus. Lässt sich auch nicht so einfach schütteln. Aber es kommt ein bisschen Farbe. Schneller. Oh, das ist schön Neon. Das gefällt mir. Liebe Neon. Man sieht aber trotzdem ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob das das Papier ist oder die Farbe, aber es fusselt. Das hat man leider bei Acrylmarkern immer. Dass das Papier irgendwann... abfusselt. Durch die Reibung. So, jetzt fehlt nur noch Weiß und das kann ich auf dem Schwarz ausprobieren. Das ist schon getrocknet. Einigermaßen. Sieht man natürlich nicht, wenn was rauskommt. Shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Komm. Ich finde, bei Weiß ist immer das Problem, dass es meistens nicht deckend genug ist für mich. Ja, da kommt was. Aber ist eigentlich auch eine ganz gute Strichstärke. Gut für Highlights immer. Ja. Ich würde sagen, dann, nachdem wir die Sachen hier getestet haben, oder ich besser gesagt, also das Gelb aus diesem 3D-Ding muss noch ein bisschen mehr trocknen. Das ist auch wirklich so, dass man da nochmal mit dem Pinsel reingehen kann, wenn man Bock drauf hat. Aber dann würde ich mal sagen... Da ist unten. So. Dann... malen wir mal mein kleines Monsterchen. Mit dem Namen Fur. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Charakter gekommen bin. Das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Er hat auch ein ganz simples Design. Oder S. Also wirklich sehr... Ist eigentlich basierend auf einem Rechteck. Mit so kleinen Öhrchen. Er ist eigentlich nur... Oh. Ich mache jetzt mal den Mund sehr klein, weil er, damit ich das Rosa auch benutzen kann, noch ein Herz in der Hand hat. Normalerweise zeigt er immer gern seine Zähne. Seine kleinen Krallen. Thank you.
Und seine Beine, also seine Füße sieht man nicht, oder seine Pfoten, weil er einfach zottelflauschig ist. Und er hat immer Hunger. Also er ist vollkommen verfressen. Und damit wäre das Design eigentlich auch schon fertig. Also er ist wirklich nur ein Rechteck, ein flauschiges Rechteck. Hab seinen Schwanz noch vergessen. Passt eigentlich gar nicht hier drauf. Aber andeuten kann man ihn. Also wirklich sehr, sehr simpel. Vielleicht setze ich sein. Oder ich mache das so. Gib ihm ein breiteres Grinsen, hinter dem er sich versteckt. So, das wird jetzt spaßig, das zu leinen mit dem dicken schwarzen Liner. Aber das versuchen wir einfach mal. Weil ich will auch wirklich nur die Sachen, die auch jetzt in dieser Box drin waren, benutzen. Sonst würde ich einen von meinen Molotov-Linern nehmen oder so. Aber das will ich jetzt nicht. Aber er ist eigentlich ein ganz lieber. Ein ganz lieber kleiner Flausch. So, gucken wir mal, dass ich hier das Dünnste irgendwie hinkriege, was geht. Natürlich. Nicht so einfach. Also eigentlich wäre er auch weiß. Dann nehme ich jetzt aber einfach mal das Papier. Jetzt ist auch ordentlich Saft im Stift, nachdem der jetzt gelegen hat. So. Ich glaube, ich mache ein bisschen Gelb in den Hintergrund dann rein, damit wir das Gelb auch benutzen. Ich drehe mal ein bisschen rum, damit ich hier nicht rumsaue irgendwie. Das ist jetzt natürlich schön, dass man so große Flächen echt einfach ausfüllen und schnell ausfüllen kann mit so einem breiten Stift. Und ich glaube, diese Acrylmarker kann man auch sehr gut auch auf anderen Materialien, Oberflächen benutzen. Also, weiß ich nicht, Stein, Metall, Holz, müsste man mal alles ausprobieren. Also für Schwarz ist das schon sehr geil, wenn ich mal wieder was mit Acrylpens mache und schwarzen Hintergrund brauche, weiß ich ganz genau, dass ich diesen Marker nehmen werde, weil das ist ja echt mega, wie schnell das geht mit Farbe ausfüllen und so.
gut. Soweit, so gut. Ich glaube, das muss jetzt aber mal ein bisschen trocknen. Das Dickste haben wir hinter uns. Dann mache ich schon mal weiter mit den Augen. Ich habe jetzt gar keine Verwendung für das Türkisfeld. Doch, habe ich. Oh Gott. Doch, habe ich. Habe ich. Na, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Grün. Für die Augen. Seine schönen Kulleräuglein. Und das Schöne ist ja bei Acrylmarkern, da kann man auch immer oben drüber malen, wenn man irgendwie was korrigieren will oder so. Wenn mir jetzt irgendwie Lines zu dick sind oder so, dann einfach so lange warten, bis es getrocknet ist. Reden ist auch schwer heute. Und dann einfach drüber mit einer anderen Farbe oder mit noch einer Lage. So, ich guck mal, ob ich hier den. So. Das sieht besser aus. So, trockne. Damit ich weitermachen kann. Ich will weitermachen. Meine Ungeduld kommt durch. Und ich habe jetzt meinen. Ich will jetzt meinen Föhn nicht aktivieren für so einen Kram. Machen wir schon mal weiter mit dem Herzilein. Eigentlich ein bisschen zu dünn ist. Mal sehen, da man mit diesen Stiften ja ziemlich schnell arbeiten kann. Vielleicht mache ich dann noch was Zweites hinten dran. Mal schauen. Mal gucken, dass wir hier alles schön hinkriegen. Und jetzt fürs Ausmalen ist natürlich so ein dünner Stift nicht so gut geeignet. Und wie gesagt, ich habe bislang noch leider noch kein Papier gefunden, das nicht anfängt nachher zu pillen. Durch die Reibung. Das ist leider irgendwie immer so und auch dieses macht das auch. Es sieht natürlich immer ein bisschen unschön aus, wenn da so Krümel drauf sind nachher. Weil ich glaube nicht, dass das von der Spitze kommt. So schnell kann die sich nicht abnutzen. Leider sieht man bei der Kamera nicht, wie doll Neon das wirklich ist. Das fällt nicht so auf. Zwischendurch, wenn die Farbe ein bisschen blass wird, muss man auch immer noch mal wieder schütteln, pumpen. Hier müsste man wahrscheinlich noch eine zweite Schicht drüber machen. Aber ja, man sieht halt, dass das Papier echt... Oh, Verzeihung. Ne? Seht ihr? Das ist absolut... es pillt. Ist halt irgendwie unschön. Was passiert bei diesen Stiften leider immer. Also falls ihr irgendwie auch Acrylmarker benutzt und ein Papier gefunden habt,
was halt nicht so rumfusselt, dann ja, teilt das gerne, weil ich bin immer noch auf der Suche. So, und ich muss jetzt einmal schnell Nase putzen, das ist nicht schön. Insofern, ich mach mal kurz das Mikro auf. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, dass ich so rumgeschnieft habe. Meine Nase läuft momentan irgendwie grundlos. Keine Ahnung warum. Ist auch keine Allergie oder sowas. Also ich habe letztes Jahr einen Allergietest gemacht. Ja, kein Plan, was es soll. So, in der Zwischenzeit, also was schön ist an den Stiften, ist, dass sie relativ schnell trocknen. Ich warte aber doch noch mal ein bisschen, bevor ich seine Krallen mache. Und dann ist er eigentlich auch schon fertig. Dann machen wir erstmal im Hintergrund ein paar kleine Sternchen. Sternchen. Also da muss man echt schon doll drauf drücken, damit auch was rauskommt. Die dicke Seite benutze ich jetzt mal nicht. Danach ist mir nicht. Also wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wofür man das benutzen soll. Außer für solche 3D-Effekte. Es ist halt ganz nice so, aber angetan bin ich davon nicht so. Alle anderen Marker auf jeden Fall. So, dann machen wir mal die Krallen. Und noch ein paar Highlights für die Augen. Yay! Das erste Bild ist fertig. Und weil das so schnell ging, machen wir noch mal ein zweites hinterher. Das da hinten trocknet, glaube ich, noch. Ich glaube,
Da kommen jetzt nicht alle. Alle Farben vor. Aber damit, obwohl, kann man eigentlich doch machen. Chaos, Chaos. Bin ich jetzt den 3D-Effekt noch mal ein bisschen mehr benutze, machen wir noch mal eine schnelle Blumenwiese. Das ist sehr schnell. Auch schön, man kann sehr schnell damit was machen. Ich habe auf der falschen Seite angefangen. Das lappt natürlich jetzt übereinander. Sketchy. So, dann machen wir nämlich zwei rosa Blumen. So. Also es ist jetzt wirklich super sketchy. Das Rosa gefällt mir echt gut. Oder Neon Pink, wie es ja heißt. So, Rosa. Noch Türkis. Oh, die Farben sind in der Kamera echt nicht so satt. Es ist so schade. Aber ich poste die Sachen spätestens morgen auch noch auf Twitter und neuerdings auch Mastodon. Dann könnt ihr sie euch da anschauen. Außer mein Handy sagt so, nö, mag ich auch nicht. Und jetzt, das war nämlich meine Idee,
kann man ja diese, das, was in den Blumen immer dran ist, den Blütenstand und so, da wo die Pollen immer drauf sitzen, das kann man jetzt ja richtig schön mit diesem 3D-Ding hervorheben. Also dieses Teil hier ist auch super gut, wenn du irgendwie so Dot Art machen willst oder so. Bisschen schwer zu kontrollieren. Aber dennoch möglich. So. Und schon hat man ein Bild mit 3D-Effekt. Naja, ganz schnelle Skizze. Aber irgendwie reicht mir das noch nicht. Wir machen noch eins. Also zum schnell was machen, sind die echt super, muss ich sagen. So, wir machen jetzt noch mal... Ihr wisst ja, ich mag spooky Zeug, also machen wir jetzt nochmal einen niedlichen kleinen Totenschädel. Mit einem kleinen Krönchen. Das ist doch nice. Für das Grünchen nehme ich jetzt auch mal den dickeren. Eigentlich meine Platzierung auf dem Blatt ist heute auch wieder unter aller Kanone. Aber okay. So, dann radieren wir mal ein bisschen. Ja, mit dem Schwarz. So, das kann jetzt erstmal trocknen. Dann machen wir die Outlines. Türkis.
die Krone gelb. Und dann kriegt er nachher neonpinke Pupillen. Ich finde, das ist doch eine gute Idee. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Ich mache jetzt die Outlines noch mal ein bisschen dicker. Dann kriegt er hier so Drip Drip. Drippy drip drip. Yeah. Und noch ein bisschen hier so ein bisschen Schattierung. Angedeutet. So, ich drehe das mal kurz um, damit ich die Krone machen kann. Dann nehmen wir jetzt mal die dicke Seite, weil die will ich ausfüllen. Das wird ewig brauchen, bis es trocken ist. Ich muss sagen, die Farbe riecht ganz gut. Man kann nur die Kante irgendwie nicht so gut benutzen, um ja, das gerade zu ziehen hier. Müsste man vielleicht doch noch einen Pinsel zur Hand nehmen. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden, nehmen wir noch mal die dünne Seite. Na komm her. Mache hier noch so Punkte rein. Ja. Ja. Das Schwarz ist leider noch nicht ganz trocken. Insofern kann ich da noch nicht mit meinem Neon rein. Aber ich kann es ja schon mal signieren. So, schon mal den ersten Farbtupfer. Kann ich eigentlich auch schon mal für die anderen machen. So. Muss auf jeden Fall noch trocknen. Und diese Krone wird wahrscheinlich noch bis morgen früh trocknen. Ich versuche das jetzt schon mal mit den funktioniert nicht so wirklich.
Da schon mal gar nicht. Guck, jetzt habe ich mir das versaut hier. Weil es noch nicht ganz trocken ist. Meine Ungeduld. Ich habe mir die Spitze versaut hier. Oh no. Jetzt sieht das Ganze so aus. Mist. Aber nicht verzagen. Nehmen wir halt gelb. Wozu haben wir es denn? Blob. Und Blob. So. Wäre das auch fertig. Also, wir haben, oder ich habe jetzt in der kurzen Zeit drei Sachen gemacht. Das war jetzt das erste. Das muss noch trocknen. Das war das letzte. Und das war die Nummer 2, was ganz schnell ist. Das wird jetzt alles trocknen. Genau, das soll es auch gewesen sein für heute. Hier sind nochmal die ganzen Whoops. Die ganzen Marker, die dabei waren. Upp. Roll, roll, roll. Den habe ich jetzt kaum gebraucht. Den rosanen habe ich mir eben gerade versaut. Danach dieser schöne Türkise. Der grüne. Alle von Edding, bis auf diesen wunderschönen Bleistift hier. Den habe ich jetzt nicht benutzt. Ja, wenn ihr selber mal so eine Box ausprobieren wollt, der Link ist im Chat. Genau, also jeden Monat gibt es eine Überraschungsbox mit Künstlermaterialien, man weiß nicht, was drin ist. Ja, und kostet, soweit ich weiß, 22 Euro im Monat. Dafür finde ich, kriegt man aber eigentlich immer ziemlich viel Stuff. Genau. Und man kann das auch irgendwie dreimonatlich oder jährlich abonnieren. Es ist alles ein bisschen günstiger. Ja, also wenn ihr wollt, checkt das mal aus. Ist wirklich mal ganz nett, um aus seiner Komfortzone rauszukommen. Wenn man immer so seine Standardmaterialien hat, mit denen man arbeitet, dann kann man das mal ein bisschen aufmischen, um ja vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nicht am Samstag, da ich am Samstag arbeiten muss. Also nächste Woche wieder mit Kunst wahrscheinlich. Was es sein wird, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt munter, dann ist das Leben bunter. Und bis dann. Ciao.